Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter, hochgeschätzter Gerhard Rühm, stellvertretend für alle Künstlerinnen und Künstler, die dieses Festival ausrichten, bestreiten und auch heute teilnehmen werden. Es ist uns eine ganz, ganz große Ehre, dass wir hier ganz in der Nähe Ihres Geburtsortes an dieser großartigen Veranstaltung teilnehmen können. Ich darf Ihnen zuerst die allerbesten Grüße der Stadt Wien, insbesondere unseres Bürgermeisters Dr. Michael Ludwig überbringen. Er ist ein Freund der Literatur. Michael Ludwig ein Buch zu schenken ist fast nicht möglich, weil wenn man es überlegt, was man neu kauft, hat er schon fast gelesen. Er lässt Sie alle sehr lieb grüßen. Ich vertrete heute hier insbesondere unsere Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hassler, die leider heute verhindert ist. Und ich habe es gerne übernommen, jetzt nicht als Pflicht, sondern als wirklich persönliches Anliegen. Ich bin 28 Jahre war ich Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadt Wien und habe daher natürlich auch mit kulturellen Aktivitäten mein ganzes Leben lang eigentlich verbracht. Und daher weiß ich, welch wichtige, großartige Veranstaltung Sie heute ausrichten. Und ich möchte Ihnen besonders danken auch für die Hartnäckigkeit, diese Veranstaltung überhaupt durchzuführen. Wir wissen, wie schwer es derzeit ist zu planen, wie schwer es insbesondere es auch ist, alle Regeln einzuhalten, die fast stündlich wechseln, wo man ja wirklich in der Vorbereitung nicht genau weiß, was gilt gerade heute. Aber Sie haben es, soweit ich das überblicken kann, und ich habe jetzt sehr viele Kulturveranstaltungen gesehen, Sie haben das wirklich großartig gelöst. Nun, wir sind sehr, sehr glücklich, dass es nach vielen Monaten Lockdown es wieder kulturelle Veranstaltungen in dieser Stadt gibt, die real stattfinden, die Publikum haben, durch die Bedingungen etwas mit reduziertem Publikum, aber es ist ganz wichtig, dass Kunst wieder gehört wird, dass Kunst wieder aufgeführt wird, dass man Kunst sehen, erleben kann, genießen kann, mit Kunst sich auseinandersetzen kann, und so gesehen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass es diese Veranstaltungen gibt. In diesen mehreren Monaten des Lockdowns hat man auch gemerkt, was unserer Stadt, aber insgesamt unserer Gesellschaft tatsächlich fehlt. Und es hat viel gefehlt, dadurch, dass Kunst, Kultur nicht gezeigt, nicht aufgeführt, nicht erlebt werden konnte. Und wir haben gerade in diesen schmerzhaften Monaten des Lockdowns gemerkt, wie wichtig Kunst und Kultur insbesondere für eine Stadt wie Wien ist. Und Kultur und Kunst zählt zu den Grundnahrungsmitteln unserer Gesellschaft, zu den Grundnahrungsmitteln auch insbesondere unserer Stadt, und daher sind wir jetzt sehr glücklich, dass es zwar mit anderen Bedingungen, mit Einschränkungen, ich liebe auch nicht gerade 2 Stunden im Theater zu sitzen wie vor wenigen Tagen und eine Oper zu hören und die ganze Zeit Maske aufzuhaben, das ist natürlich tatsächlich eher auch körperlich anstrengend und ungewohnt, aber es ist so gut, dass es überhaupt diese Veranstaltungen wieder gibt, und daher bin ich sehr glücklich, dass es dieses Festival heute hier gibt. Nun, ich kann den Organisatorinnen und Organisatoren auch nur gratulieren zu dieser Veranstaltung, zu diesem Festival, auch zum Programm, das nun unsagbar spannend ist und so vielfältig ist, auch zeigt das, wofür die Wiener Gruppe auch immer gestanden ist, nicht nur Literatur, nicht nur die Schrift, nicht nur die Poesie, sondern weit über diese Kunstform hinaus eine spezielle Richtung und grenzüberschreitende Kunstform in alle Bereiche, in die Musik, in die darstellende Kunst, vor allem aber auch in die bildende Kunst. Und die Wiener Gruppe hat eine unsagbare Bedeutung in der Kunst- und Kulturgeschichte unserer Stadt, unseres Landes. Und so gesehen ist es mehr als berechtigt und notwendig, dass man zu diesem markanten Jubiläum 452 Jahre Wiener Gruppe dieses Festival hier im Westen dieser Stadt ausübt und ausrichtet. Es ist auch ganz wichtig, dass das jetzt einmal nicht im Museumsquartier stattfindet, aber dass sozusagen auch außerhalb des Zentrums ein bisschen an der Peripherie
jetzt ist der 15. Bezirk nicht mehr Peripherie, das ist sozusagen direkt an der U3, also, aber das sozusagen nicht ganz zentral stattfindet und an einer der zentralen Institutionen, kulturellen Institutionen dieser Stadt. Nun, über die Bedeutung der Wiener Gruppe und ihrer Exponenten wird in diesen nächsten 3 Tagen so viel Wichtiges, Kluges gesagt werden, dass ich es wirklich nicht wage, auch nur irgendetwas dazu zu sagen, wo ich das vorwegnehmen kann. Die Wiener Gruppe hatte nur wahnsinnsgroße Bedeutung nach 1945, weil nach 10 Jahren, 12 Jahren Faschismus, Krieg, alle Kunst wurde unterdrückt, zumindest die sogenannte entartete Kunst. Und das wäre ganz sicher entartete Kunst gewesen, braucht man nicht nachdenken, weil es so wichtig, dass nach dieser langen Zeit des geistigen, kulturellen Unterdrückung es sozusagen zu einer wirklichen revolutionären, radikalen Kunstentwicklung nach 1945 gekommen ist. Und die Wiener Gruppe war die erste wichtige, relevante Gruppe, die sehr viel Einfluss hatte auf viele andere künstlerische und kulturelle Entwicklungen in der Folge, unter anderem auch für den Wiener Aktionismus und für viele Einrichtungen bis rauf zur Schule für Dichtung heute und andere kulturelle und literarische Veranstaltungen. Persönlich habe ich nur 2 Gedanken in der Vorbereitung gehabt. Ich bin 1954 geboren, also das ist genau das Jahr, wo die Wiener Gruppe gegründet wurde, aus dem Art Club hervorgegangen ist, und es waren ganz wichtige 10 Jahre für die Kunst- und Kulturgeschichte unseres Landes. Und der 2. persönliche Bezug ist der Christian Ida Hinze, der mein Schulnachbar, also mein Sitznachbar in der Schule war. Wir sind 8 Jahre zusammen im Gymnasium gesessen in der Kumpelgasse, und ich habe durch ihn vieles gelernt. Er ist leider vor wenigen Jahren gestorben, aber er hat doch gemeinsam mit Gerhard Rühm, mit H.C. Artmann, durch die Gründung der Schule für Dichtung eine bleibende Institution mitentwickelt und mitgestaltet. Es war auch seiner ganzen Hartnäckigkeit und seiner Sturköpfigkeit zu verdanken, dass er das gemacht hat. Ich weiß, wie oft er verzweifelt war, dass er gesagt hat, das schafft er nicht, er kann es nicht finanzieren, er kann es nicht organisieren. Ich habe dann in aller kleinen Bescheidenheit ihm immer wieder ermutigt und habe gesagt, er soll das machen. Ich habe ihm auch unterstützt, weil ich damals schon gewusst habe, wie man Förderanträge in der Stadt Wien stellt. Und er hat es dann letztlich tatsächlich geschafft, und er wäre heute hier sicher gerne dabei gewesen. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen. Ich danke Ihnen für die Organisation dieser wichtigen Veranstaltung, die ich damit auch formell eröffnen würde. Und ich wünsche dieser Veranstaltung in den nächsten Tagen ein sehr, sehr gutes Gelingen und viele inspirierende Diskussionen und weiterführende Entwicklungen.